In einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man solche periodischen Zeitfunktionen hier abschnittsweise durch Funktionsgleichungen beschreiben kann, zum Beispiel solche Rechteckpulsfolgen oder hier ging es auch um so dreieckförmige Funktionen oder trapezförmige Funktionen. Wozu will man das machen? Naja, um von solchen Funktionen den Mittelwert und später vielleicht auch den Effektivwert auszurechnen. Und in diesem Video möchte ich zeigen, wie man jetzt die Funktionsgleichungen, die rausgekommen sind, in MATLAB überführt oder in Octave, dort plottet und dann kann man da, wenn man das geschafft hat, das ist eigentlich die größere Hürde, da diese Funktionsgleichungen reinzuhacken, dann geht es ganz schnell dort auch den Mittelwert und den Effektivwert auszurechnen. Und tatsächlich ist es so, dass im wahren Leben natürlich kein Ingenieur und keine Ingenieurin sich hinsetzt und sagt, oh, ich nehme jetzt mal schön Zettel und Stift und schreibe mal hier irgendwie diese Funktionsgleichung auf. Und dann setze ich mich mal schön 2 Stunden in Ruhe hin und integriere mal über die, so ebenso mit Zettel und Stift, um dann den Mittelwert und Effektivwert von irgendwelchen Zeitfunktionen ausrechnen. Natürlich macht das dann in der Praxis auch jeder mit irgendwie einem Computertool. Das Problem von diesen ganzen Computertools ist aber immer Bullshit in, Bullshit out. Ne? Man muss das Problem dem Computer auch korrekt vermitteln. Dann rechnet der schon immer irgendwas und dann muss man das Ergebnis, was da rauskommt, auch wieder korrekt interpretieren. Und deshalb braucht es schon so einfache Beispiele wie diese hier, die man mal wirklich von Hand analytisch nachvollziehen kann, weiß, was da rauskommt und rauskommen sollte, irgendwie so ein Gefühl für die Lösung hat. Und dann kann man das Ganze eben auch mal mit einem Computer probieren und schauen, kommt da das Gleiche raus. Dann wird man das wohl verstanden haben, wie das mit dem Computer funktioniert. Und dann kann man den Computer eben auch nutzen, um kompliziertere Probleme sich anzuschauen, die man dann von Hand vielleicht eben nicht mehr so einfach überblicken kann. So, und dafür nehme ich jetzt mal hier das freie und quelloffene Octave in einer etwas älteren Version, aber das ist nicht so schlimm. Und gehe mal direkt rüber auf den Editor und versuche das mal hier so rüber zu ziehen, dass ich hier noch die Funktionsgleichung sehe. Ich mache das vielleicht nochmal runter, denn die Funktion a, die ist überhaupt gar nicht mehr zu sehen, die sah ungefähr so aus. Das war, a war einfach eine Konstante, die den Wert u Dach hatte. So, und die, um die soll es jetzt erstmal gehen. Die ist natürlich total einfach, weil die hängt überhaupt gar nicht von der Zeit ab. Trotzdem, also ich gönne mir mal in dem Skript am Anfang ein Clear All und ein Close All, einfach um mit einem leeren Workspace zu starten und alle Abbildungen zu schließen, die es da bisher so gab. Und jetzt sollen das ja immer Funktionen sein, die eigentlich periodisch sind. Also die ist einfach eine Konstante, da gibt es nicht wirklich eine Periode, aber bei den späteren, deswegen lege ich mal schon mal sowas wie eine Periodendauer an. Und gleich schon mal noch ein organisatorischer Hinweis. Ich behandle jetzt alle Aufgabenteile A, B, C, D bis G wieder in einem Video, füge aber unten Kapitelmarken ein, sodass man da ganz gerne vorspringen kann. Also eine Periodendauer, die beliebig aber fest sein kann, die setze ich mal auf 2 Sekunden. 2 Sekunden soll mal die Periodendauer sein. Und dann wollen wir jetzt ja diese Funktion grafisch darstellen. Also braucht es eine gewisse Anzahl an Punkten. Und dafür nehme ich mal, weiß nicht, 1001. 1001 statt 1000 zu nehmen, hat halt den Vorteil, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel auch 2 Perioden plottet, dann hat man den ersten Punkt und den letzten Punkt halt doppelt. Das ist irgendwie ein Vor- und Nachteil zugleich, wie man vielleicht am Ende sehen wird, aber dann kommen da halt glatte Zeitschritte raus. Kann man sich nachher angucken, wenn man eben ja, weil man es tatsächlich in 1000 Schritte unterteilt und dann eben der letzte Schritt muss natürlich am Ende noch einen Punkt haben, deswegen braucht man 1001. So, und dann kann man sich daraus schon mal Zeitpunkte zusammenbauen, einfach in einem linear gestuften Vektor. Das macht dieses Linspace und der soll mal gehen von 0. Und ich würde sagen, ich plotte das jetzt auch mal über 2 Periodendauern und eben mit dieser Anzahl der Punkte. So, und dann kann man eigentlich schon im Prinzip fast direkt anfangen und einfach sagen, naja, hier ist die Funktion ua von t, die ist halt einfach immer u Dach. Bei den anderen Funktionen gibt es ja aber hier so abschnittsweise Definitionen und für diese abschnittsweisen Definitionen muss man natürlich irgendwelche Fallunterscheidungen bauen und in diese Fallunterscheidung muss man halt genau diese Sachen hier reinbauen, dass etwas
kleiner oder größer ist, die Zeit kleiner und größer ist im Vergleich in Bezug auf die Periodendauer. So, und deshalb, also ich, naja, und diese If-Anweisung, die muss man sich halt irgendwie basteln. Deswegen baue ich jetzt mal eine Schleife. Und die Schleife soll mal laufen von 1 bis, also die soll über alle Zeitpunkte laufen. Ja, Schleife über alle Zeitpunkte. Und dann brauchen wir halt immer jeweils den aktuellen Zeitschritt, den nehme ich mal t aktuell. Und das ist einfach aus diesem Vektor raus immer der mit dem Nümmerchen. No, und dann kriegen wir da, also das hier oben ist ein Vektor, da stecken ganz viele Zeitpunkte drin. Hier steckt immer nur eine Zahl drin, immer nur der aktuelle Zeitpunkt. So, und dann mache ich mal hier so einen Kommentar. Kommentare gehen mit dem Prozentzeichen. Und jetzt muss ich mal schauen, jetzt schiebe ich das hier doch erstmal zur Seite. Und jetzt kann man, ja, also für UA brauchen wir keine Fallunterscheidung. Da kann ich irgendwie hinschreiben UA. So, das von t, das wird jetzt die Abhängigkeit von diesem Index in unserem Vektor. Naja, und dann ist das halt einfach immer U-Spitze, so wie das hier in der Formel steht. UA ist einfach immer U-Spitze. Und U-Spitze braucht natürlich noch einen Wert, den gebe ich mal hier oben noch irgendwo direkt mit unter der Periodendauer. U-Spitze sind, keine Ahnung, mal 10 Volt. Auch irgendwie beliebig, aber fest. Genau wie die Perioden auch hier. Also hier muss irgendwie ein fester Wert stehen. Man kann da auch 1 reinschreiben, rein prinzipiell, aber dann ist immer so ein bisschen die Sache, 1 ist ja das neutrale Element der Multiplikation. Ob man dann irgendwo mal t rechnet oder durch t rechnet, ist dann immer so ein bisschen egal. Was eine Zahl ungleich 1 hier und da, wenn dann am Ende trotzdem das Richtige rauskommt, dann hat man meistens nicht allzu viel verkehrt gemacht. So. Und dann könnten wir das jetzt im Prinzip eigentlich schon mal durchlaufen lassen. Ist ja mal eine gute Idee, nicht allzu viel zu programmieren. Ich nenne das mal irgendwie Aufgabe 100. Ups. Und speichere das mal hier hin. Irgendeinen Namen muss die ja bekommen. So, und dann kann man in das Befehlfenster reinschauen und schauen, hier sind auf jeden Fall schon mal keine Fehlermeldungen passiert. Das heißt, das sollte funktioniert haben. Und wir können jetzt Aufgabenteil A mal plotten und sagen, über der Zeit t stellen wir jetzt UA dar und schreiben vielleicht noch eine x-Achsenbeschriftung ran und sagen, dass hier unten an der x-Achse, das ist die Zeit in Sekunden und die y-Achse, das ist die Spannung in Volt. Und ein Gitternetz ist immer auch ganz nett in einem Diagramm. So, dann nochmal Feuer frei und da kommt auch schon ein Diagramm und da sehen wir haben jetzt 4 Sekunden geplottet, ne? 2 Periodendauer, 2 war die Periodendauer und die Spannung hier ist einfach immer 10 Volt. Genauso wie das hier drüben in meinem handgemalten Diagramm aussieht. So, das heißt, das funktioniert schon mal wunderbar. Was man jetzt an der Stelle eben noch machen kann, ist, wir können jetzt mal den Mittelwert ausrechnen. U-Mittel nenne ich das mal und das geht jetzt dann, wenn wir diese ganzen Werte für UA haben in Octave oder auch in MATLAB eben total einfach. Also dieses Skript hier, das läuft nicht nur in Octave, das sollte auch in MATLAB laufen. Kann sein, dass man in MATLAB aus dem End vor hier einfach ein End machen muss. Also das Mean gibt uns den Mittelwert zurück. Den können wir auch mal ausgeben. So eine kleine Ausgabefunktion programmieren, Mittelwert. Dann diese Variable, diese Gleitkommazahl in eine Zeichenkette umwandeln, vielleicht mit irgendwie einer bestimmten Anzahl an signifikanten Stellen und Nachkommastellen und noch die Einheit Volt natürlich hinter, weil dieser Mittelwert, der hat die Einheit Volt. Und das Gleiche können wir dann auch nochmal für den Effektivwert bauen. Der Effektivwert ist natürlich sowas wie, wir nehmen erstmal die Funktion, quadrieren die, wir nehmen alle Werte dieser Funktion und quadrieren die. Man könnte jetzt einfach so ein Quadrat dran schreiben, das wird aber nicht funktionieren, weil das ja auch wieder ein Vektor ist. Ja, also hier schreiben wir ganz viele Werte in einen Vektor rein und das wäre jetzt sowas wie tatsächlich die Vektorpotenz.
Und man möchte aber an dieser Stelle nicht die Vektorpotenz haben, sondern man möchte alle Elemente des Vektors einzeln potenzieren. Also braucht man da einen Punkt dran. Und dann haben wir das Quadrat aller Werte dieses Vektors, davon den Mittelwert und dann brauchen wir davon am Ende noch die Wurzel, die Quadratwurzel, das ist Square Root. Und dann ergibt das den Effektivwert. Und da muss natürlich auch der Effektivwert ausgegeben werden. So, und jetzt kann man bei dieser Funktion natürlich irgendwie hier scharf drauf schauen und raten. Und deswegen ist es ja auch immer gut, auf einfache Funktionen erstmal zu schauen. Die Funktion ist einfach konstant U-Dach. Das ist eine Gleichspannung quasi. Dann sollte für die als Mittelwert und auch als Effektivwert natürlich genau der gleiche Wert dieser Gleichspannung rauskommen. Also die 10 Volt. Probieren wir es mal aus. Voll frei, kommt ein Plot. Der sieht natürlich genauso aus wie vorher. Und in dem Befehlsfenster steht jetzt Mittelwert und Effektivwert 10 Volt. Okay, scheint schon mal zu funktionieren. Hier unten diese Rechnung kann nicht allzu falsch sein, weil sonst würde sie ja schon bei diesem sehr einfachen Ergebnis hier falsche Sachen liefern. So, das war Aufgabenteil A. Damit geht es weiter mit Aufgabenteil B. Bei Aufgabenteil B sah die Funktion, wenn ich das nochmal nachskizziere hier, die sah ungefähr so aus, natürlich nicht so weit hier. Also das war die gleiche Rechteckpulsfolge, die wir da oben sehen, bloß dass sie zwischen plus U-Dach und hier unten ist minus U-Dach, dass sie zwischen diesen beiden hin und her schwang. Und naja, hier ist die Hälfte der Periodendauer, hier ist eine Periodendauer, hier sind zwei Drittel Periodendauern. So, und dann geht es jetzt darum, genau diese Funktion, so wie sie dort steht, nachzubauen. Und das heißt, ich schiebe mal mein Fensterchen, naja, das Kamerabild stört hier so ein bisschen. Also wir brauchen jetzt B. Und für UB von T müssen wir jetzt mal irgendwie eine solche Fallunterscheidung bauen und sagen, genau das, was hier drüben steht. Also wenn irgendwie das t kleiner ist als t halbe, dann soll da rauskommen u Spitze, und wenn das größer ist als t halbe, dann, oder halt einfach sonst, könnte man auch schreiben, sonst soll da minus u Spitze rauskommen. So, ich schreibe hier erstmal so hin, t kleiner, t halbe, dann soll da rauskommen U-Spitze, und ansonsten soll da halt minus U-Spitze rauskommen. So, und dann stellt man fest, jetzt wird es irgendwie in Octave schwierig, sehe ich, wenn ich das jetzt wieder hier rüber schiebe, ich muss mal noch ein paar leere Zeilen anfügen, damit das irgendwie über das Kamerabild passt, so. Dann wird es schwierig, jetzt so sich was Schlaues zu überlegen, wie man mit dieser Periodizität umgeht. Also, dass das halt für alle Perioden gilt. So, und jetzt kommt so ein kleiner, jetzt kommt so ein kleiner Trick 17, den man sich irgendwie so überlegen kann. Also auch, um das für alle Periodendauern irgendwie beliebig hinzubekommen. So, Mache ich jetzt mal so ein bisschen vielleicht einen auf den ersten Blick absurden Trick, aber der macht uns das auch für die folgenden Funktionen viel einfacher. Und zwar ist jetzt die Idee, sich eine Variable zu bauen, die halt nicht wirklich, also für die Zeit, die aber nicht die Einheit der Zeit hat, sondern die normiert ist auf die Periodendauer. Also ich sage mal sowas wie t durch groß T, ne, klein t durch groß T. Und das wäre halt einfach, dass t aktuell die Zeit, die hat ja auch die Einheit Sekunden, durch unsere Periodendauer. Ja, und dann kommt hier eben, also hier, jetzt würde hier was rauskommen, was in unserem Fall genau von 0 bis 2 geht. Ja, weil wir laufen ja los von 0 bis 2 Periodendauern. Und wenn wir die tatsächliche Zeit durch die Periodendauer teilen, dann kommt da halt 0 bis 2 raus. So, und jetzt könnte ich halt hinschreiben, okay, diese Bedingung ersetze ich halt, dass das t durch tau, dass diese normierte Zeit, die auf die Periodendauer normierte Zeit, wenn die kleiner ist als 1,5 oder schreibt mal hin 0,5, dann gilt das, und wenn die größer ist, dann gilt das. Also können wir ja mal ausprobieren.
Ich ändere mal hier unten das in UB und das hier unten auch in UB und das hier auch in UB und lasse das mal einmal laufen, damit man mal sieht, wie das aussieht. Dann sieht man, das funktioniert schon mal. Also wir kriegen hier vorne 10 Volt raus bis zur Hälfte der Periode und dann kriegen wir minus 10 Volt raus, aber die zweite Periode, die funktioniert nicht. Die zweite Periode, die müssen wir uns jetzt noch irgendwie hinbasteln. Und jetzt ist eben der Trick zu sagen, das hier, das läuft ja jetzt aktuell von 0 bis 2. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, das halt nur von 0 bis 1 laufen zu lassen und dann bei der zweiten Periode wieder von 0 bis 1, dann wäre das irgendwie eine ganz gute Sache. Und das heißt, eigentlich wollen wir von diesem Teil hier, das ist ja das, was von 0 bis 2 läuft, immer nur den Nachkommaanteil haben. Also wenn das 0,1 ist und 0,2 und so, dann wollen wir nur diese 0,1, 0,2. Und wenn das 1,1 ist, 1,2, 1,3, dann wollen wir auch nur die 0,1, 0,2, 0,3 haben. Das heißt, wir müssen von dem Ding hier einfach diesen Ganzzahlanteil davor abschneiden. Ja, also das läuft von 0 bis 2 und dann soll das aber nur von 0 bis 1 laufen und dann wieder von 0 bis 1 und dann wieder von 0 bis 1. So, und diesen Ganzzahlanteil von einer Zahl, den kriegt man hin mit Floor. Können wir mal ausprobieren. Also Floor von 0,25 sollte 0,25 ergeben. Quatsch, sollte 0 ergeben, den Ganzzahlanteil, also die 0, die davor steht. Wenn wir da mal 1,25 hinschreiben, kommt da 1 raus. Und jetzt kann man so, also das reicht ja für unseren Zweck schon vollkommen hin, wenn ich da jetzt mal minus 0,75 hinschreibe, dann sollte da halt minus 1 rauskommen. Ne? Also das, was da überbleibt, eben wieder die 0,25 ist. So, das heißt, das passt. Und das heißt, wenn wir das jetzt nehmen und davon den Ganzzahlanteil absägen, dann ist dieses T durch Tau, das liegt dann immer zwischen 0 und 1. Und das heißt, das passt dann super für diese If-Abfrage, wenn das immer zwischen 0 und 1 liegt. Und dann kriegen wir da super unsere Funktion mit raus. Probieren wir mal aus. Und dann sieht man, das funktioniert wunderbar. Funktion ist 10, minus 10, springt auf 10, geht auf minus 10 und so weiter und so fort. Und wenn ich in das Befehlsfenster zurückgehe, sieht man, als Mittelwert kommt jetzt hier ja, nahezu 0 raus. Und als Effektivwert 10. So, wenn man sich jetzt diese Funktion anschaut, dann stellt man fest, ja, minus, also 10 als Effektivwert funktioniert. Wenn ich das hier quadriere, kommen da 100 raus. Wenn ich die minus 10 quadriere, kommen da auch 100 raus. Der Mittelwert von 100, konstant 100 ist dann 100. Die Wurzel von 100 ist 10, das passt. Und der Mittelwert sollte natürlich 0 sein, weil sich diese positive Fläche und negative Fläche und positive Fläche und negative Fläche genau gegenseitig aufheben. So, warum funktioniert es jetzt hier in diesem Beispiel nicht so richtig gut? Naja, weil wir irgendwie diesen ersten Punkt und den letzten Punkt doppelt haben. Den müssten wir eigentlich aus der Mittelwertberechnung rausziehen. Und das kann man mal in dem Skript irgendwie schnell machen. Stell mal das nur auf eine Periodendauer und stell mal ein, dass wir hier eben jetzt vom ersten Wert bis zum vorletzten Wert alle nehmen. Und genau das gleiche vielleicht hier unten. Und dann wird eben dieser letzte Wert, der dann doppelt ist, der wird halt weggelassen und damit, können wir mal ausprobieren, ja, kommt auch für den Mittelwert tatsächlich ziemlich exakt 0 raus. Und das ist genau das, was ich meine mit Bullshit in, Bullshit out. Und man muss dem Computer das Problem auch richtig vermitteln und man muss eine Idee dafür haben, was die richtige Lösung ist. Also wenn mir jetzt jemand halt hinschreiben würde, der Mittelwert dieser Zeitfunktion ist 0,01 Volt oder 0,000 Volt, würde ich dran schreiben, ist falsch, weil das ist es nicht. Der Mittelwert ist 0. Ja, und man muss sich an der Stelle überlegen, warum rechnet der Computer nicht exakt 0 aus? Naja, weil es eben dieses Problem gibt mit dem doppelten letzten und ersten Punkt. So, damit ist aber Aufgabenteil B auch abgehandelt. Ich stelle mal das wieder auf 2 zurück, damit das halt irgendwie spannend bleibt und man beide Perioden sieht. Und wir können einen Blick auf Aufgabenteil C werfen. Und das war diese Funktion hier, die im Prinzip genauso aussieht wie hier, bloß um
UDAG verschoben. Jetzt kann ich mir das in MATLAB und in Octave total einfach machen. Und wenn ich UB von TI schon ausgerechnet habe, rechne ich einfach UDAG dazu und dann kommt UC raus. Wir können auch einfach jetzt mit der if-Abfrage diese Sache programmieren. Ich bin jetzt hier tatsächlich faul und schreibe hin bei Aufgabenteil C. Nehmen wir, um UC auszurechnen, einfach immer jeden Wert von UB und rechnen einmal ein U-Spitze dazu. Und dann kommt C raus und dann plotte ich hier unten nochmal C und rechne den Mittelwert und Effektivwert von C aus. Und lasse das durchlaufen, dann sieht man, das passt zu dem Diagramm hier, hier drüben. Zweimal UDAG 20 Volt, springt auf 0 Volt runter, geht wieder auf 20 Volt und so weiter und so fort. Und ja, jetzt kann man hier scharf drauf schauen und sich überlegen, was sollte für den Mittelwert rauskommen. Für den Mittelwert sollte natürlich genau 10 Volt rauskommen. Und der Effektivwert ist vielleicht irgendwie so ein bisschen schwieriger, wenn man die 20 Volt quadriert. Dann kommen da 400 Volt raus. Und hier haben wir aber 0. Und das heißt, der Mittelwert von 400 Volt und von 0 Volt ist 200 Volt. Und die Wurzel von 200 Volt ist 14,14. Also 10 mal Wurzel 2. Also sollten dafür den Effektivwert 14, irgendwas Volt rauskommen. So, können wir mal schauen, ob das passt. Mittelwert 10 Volt, Effektivwert 14,14 Volt passt. Fantastisch. Das war Aufgabenteil C. Es geht weiter mit Aufgabenteil D. Und hier wurde es ja jetzt so langsam kompliziert. Wir brauchten eine lineare Funktion, die tatsächlich von der Zeit T abhängt. Und dann kam dort dieser lineare Anstieg, eine gewisse Konstante und dann 0 und dann stieg das wieder linear an. So, das Ganze jetzt versucht einmal in Octave nachzubauen. Also, Funktion D, und ich brauche hier unten noch ein bisschen Platz, dass ich noch weiter hochscrollen kann. So, also Funktion D, und wir brauchen wieder eine if-Abfrage. Ich kopiere mal das hier von der B, ändere das schon mal auf D, und wenn die Zeit kleiner ist als ein Viertel sind 0,25, dann soll das hier gelten. 4 mal U Spitze durch T. So, und jetzt mal, mal den Wert, den wir hier haben. Aber das ist ja nicht der die Periodizität abbildet. Also brauchen wir diesen hier. Das ist der auch wieder auf 0 zurückspringt nach einer Periode. Und das ist ja die normierte Zeit. Das heißt, wenn wir jetzt die richtige Zeit haben wollen, müssen wir die nochmal mal t multiplizieren. Jetzt sieht man, wir teilen hier durch t und rechnen nochmal mal t. Das können wir uns jetzt im Prinzip eigentlich natürlich auch direkt hier wegkürzen. Ich lasse das jetzt mal so drin stehen. Also hier vorne der Teil, das ist genau der Faktor, der hier steht. Ich hätte da nicht draufklicken sollen. Und der Faktor, der hier hinten steht, das ist jetzt die echte Zeit. Ne? Die Zeit normiert auf die Periodendauer und dann wieder renormiert, wieder zu einer echten Zeit gemacht. So, das ist der Anstieg. Dann danach, also else if, wenn das t durch t kleiner ist als 0,5, kleiner als die Hälfte, dann soll da einfach U Spitze rauskommen und ansonsten else soll da 0 rauskommen. So, und dann das Ganze wieder einmal plotten und den Mittelwert und den Effektivwert ausrechnen. Und hier jetzt den Mittelwert abzuschätzen, das ist natürlich irgendwie schon so ein bisschen schwieriger. Also für den Mittelwert probiere ich es mal gerade nochmal irgendwie so im Kopf. Also wenn wir sagen, dass hier sind wieder 10 Volt, dann wäre der Mittelwert von dem ersten Teil, der wäre natürlich 5 Volt. Das wäre genau die Hälfte. Hier wäre der Mittelwert 10 Volt. Also hätten wir 5 plus 10 sind 15. Plus 0 sind 15 immer noch. Und
Insgesamt könnten wir sowas wie 40 haben. Also 15 Vierzigstel wären halt 3 Achtel. Und 3 Achtel sind 0,375. Das sollte, also 3,75 Volt jetzt so grob im Kopf gerechnet, sollten dafür den Mittelwert rauskommen. Effektivwert stellt man fest, jetzt diese lineare Funktion zu quadrieren, kommt eine Parabel raus, davon der Parabel im Kopf irgendwie dann den Mittelwert auszurechnen, davon die Wurzel. Das kriegt kein Mensch mehr hin. Deswegen geht es ja darum, genau diese Funktion durch Funktionsgleichung zu beschreiben und darüber zu integrieren, weil man das eben nicht mehr im Kopf ausrechnen kann. So, das sollte aber jetzt passen, also feuerfrei, sieht man, das ergibt wieder genau diese Funktion, ein linearer Anstieg von 0 auf 10, dann bleibt das konstant bei 10, springt auf 0 zurück bis zum Ende der Periodendauer, zweite Periode und so weiter. Dann, ja, Mittelwert sind 3,75, die 7,4 liegt jetzt eben wieder daran, dass dieser letzte Punkt doppelt ist und der Effektivwert sind irgendwelche 5,7, 5,8 Volt. Okay, das war Aufgabenteil D. Es geht weiter mit Aufgabenteil E. Und Aufgabenteil E sah so aus. Das wurde jetzt mit den Formeln hier schon richtig kompliziert und man hat viel Spaß, wenn man darüber jetzt tatsächlich analytisch integriert, kann sich da das Leben ein bisschen einfacher machen, indem man hier irgendwie so eine Symmetrie ausnutzt und vielleicht nur über ein Viertel der Periodendauer integriert, weil danach wiederholt sich das ja wieder. Und dann halt ja auch nur durch ein Viertel der Periodendauer teilt. Wir haben jetzt dieses Problem hier in Octave nicht und können e von t einfach hinschreiben. Und ich mache mir jetzt wieder das Leben einfach und copy und paste das hier einfach so ein bisschen munter. So, und jetzt sieht man, also das ist ja auch wieder sowas wie so ein Anstieg. Jetzt mit einem Faktor 6 davor und der geht nur bis t Sechstel. Ein Sechstel ist, sind 1,666. Da kann man sich jetzt drüber streiten, wie viele Nachkommastellen man da hinschreibt. Ich glaube, 4 reichen jetzt für unsere Zwecke vollkommen aus. So, dann sollte bis 0,333, bis ein Drittel sollte das U-Spitze sein. So, danach danach bis 2 Drittel T hier hinten, 2 Drittel sind 0,66666, sollte das abfallen, also eigentlich im Prinzip so aussehen wie hier oben, aber mit einem Minus davor. Und dann brauchen wir noch diesen Achsenabschnitt, die plus 3 U Dach, plus 3 mal U Spitze heißt es hier. So, und dann sollte es noch für dieses Plateau hier unten, was hier nicht mehr so richtig zu sehen ist, da sollte es wieder konstant sein. Also brauchen wir nochmal ein else if bis 5 Sechstel. 5 Sechstel sind 0,8333. Und da sollte dann der Wert einfach minus U-Spitze sein. So, und danach müssen wir noch diesen Anstieg hier irgendwie hinbekommen. Der fehlt jetzt hier in der Beschreibung, weil wir gesagt haben, wir fangen bei minus T Sechstel an. Das ist jetzt wieder so ein Punkt. Naja, unsere normierte Zeit, die wir uns hier gebaut haben, die geht halt von 0 bis 1. Also irgendwie müssen wir jetzt dann noch schaffen, da den letzten Anteil mit reinzubringen. Jetzt kann man hier scharf draufschauen und kann sich überlegen, das ist ja auch wieder der gleiche Anstieg wie hier vorn. Bloß der Achsenabschnitt, wenn man das mal weiterverfolgen würde, würde das halt bei minus 6 U Spitze das schneiden. Also kann ich hier das so rankopieren und kann sagen, der Achsenabschnitt für den letzten Teil wäre minus 6 mal U Spitze. Und das Schlimme ist, wenn man jetzt der Sache nicht so richtig traut, kann man das natürlich einfach jetzt plotten lassen und gucken, ob es funktioniert. Mache ich gleich. Für den Mittelwert sollte an der Stelle auf jeden Fall wieder 0 rauskommen. Den Effektivwert maße ich mir mal nicht an, den abzuschätzen. Also kurzer Blick auf die Skizze. Das funktioniert wunderbar, geht hier auch kontinuierlich ineinander über. Das heißt, dieser Achsenabschnitt hier, der gewählte im letzten Zeitabschnitt, der passt perfekt.
Das bildet genau diese trapezförmige Funktion ab und die hat auch wieder einen Mittelwert von, ja, 10 hoch minus 16 ist sehr, sehr, sehr nahe 0 und einen Effektivwert von 7,45 irgendwas Volt. Okay, das war Aufgabenteil E. Es geht weiter mit Aufgabenteil F. Und Aufgabenteil F war eine Dreieckfunktion. Funktionsgleichung steht hier drüben. Auch die kann man sich jetzt natürlich relativ einfach hier nachbauen. Ich kopiere dafür einfach mal E und stelle fest, ich muss mal E hier noch mal kurz ein bisschen nacharbeiten. Ich habe das hier einfach immer noch D genannt und damit natürlich D überschrieben. So, also einmal E kopiert. Und zumindest hier oben schon mal schnell zu einem F gemacht. Und für F stellt man fest, wenn man rüber auf das Diagramm schaut, wir brauchen jetzt drei Zeitabschnitte. Deswegen lasse ich hier mal drei über und versuche mal ein bisschen runter zu scrollen und das hier rüber zu schieben, so dass man das, nein, ich will das nicht groß haben, so damit man nebenbei hier noch die Formeln sieht. Also bis zu einem Viertel. Das sind wieder 0,25 bis zu einem Viertel groß t, brauchen wir wieder diese Funktion, aber mit einem 4 mal U-Spitze. Da soll das ansteigen und danach soll es eben abfallen bis 3 Viertel t. 3 Viertel sind 0,75. Also mit einem Minus davor eine abfallende lineare Funktion und der Achsenabschnitt sind plus 2 mal U-Spitze. Und dann danach, das steht jetzt hier nicht da, danach können wir auf das Diagramm schauen, danach steigt das natürlich wieder genauso steil an wie hier vorn. Also wieder mit positiv 4 mal U-Spitze und den Achsenabschnitt kann man sich überlegen, wenn man diese Kurve halt hier weiterfährt, durch mein Kamerabild hindurch, dann sollte das irgendwo bei minus 4 U-Spitze unten ankommen. So, und dann können wir F plotten und von F den Mittelwert ausrechnen und den Effektivwert ausrechnen und stellen fest, das sieht wunderbar aus, das steigt von 0 auf 10, fällt auf minus 10 ab und steigt wieder an und so weiter und so fort. So, und das ist jetzt eine reine Dreieckschwingung, die sollte als Mittelwert natürlich auch wieder 0 haben oder bei uns jetzt was mit numerischem Rauschen und ein bisschen Rundungsfehler nahe 0, auch wegen diesem doppelten Punkt eben am Anfang und am Ende. Und für den Effektivwert sollte jetzt rauskommen bei Dreieckfunktionen der Spitzenwert durch Wurzel 3. Also schauen wir mal ins Befehlsfenster rein. Der Mittelwert ist nahe 0 und der Effektivwert, wenn ich mal den Spitzenwert rechne, U-Spitze und geteilt durch Wurzel 3, dann sind das auch 5,774 oder 5, also ne, das passt mit dem U-Spitze durch Wurzel 3. So, das heißt, Aufgabenteil F ist auch fertig. Und es geht schlussendlich noch um Aufgabenteil G. Der ist hier auf der nächsten Seite. Da gibt es eine ansteigende lineare Funktion, eine abfallende lineare Funktion, die zusammen auch eine Dreieckfunktion bilden. Auch das kriegt man jetzt wieder relativ einfach hier abgebildet. Und ich kopiere einfach mal F. Und ändere das und lösche das weg, weil wir brauchen ja jetzt nur zwei Zeitabschnitte und versuche das mal wieder hier so ein bisschen rüber zu schieben, sodass ich hier die Formel sehe für UG von T. Und da haben wir aufgeschrieben, bis zur Hälfte der Periodendauer soll das einfach mit einem Faktor 2 davor ansteigen, ohne Achsenabschnitt. Und dann mit einem Faktor minus 2 mit dem gleichen Anstieg aber negativ abfallen. Und dann ist der Achsenabschnitt 2 mal U-Spitze. So, dann das hier unten noch in G und G und G einmal schnell abändern. Und sich vielleicht überlegen, was sollte hier rauskommen. Oder erstmal plotten, gucken, ob das passt. Das passt. Ja, steigt von 0 auf 10, fällt von 10 auf 0 ab.
in einer Periodendauer und wiederholt sich dann. Was sollte hier als Mittelwert rauskommen, wenn man hier scharf drauf schaut? Natürlich sollte da 5 rauskommen als Mittelwert und als Effektivwert, weil es wieder so eine reine Dreieckschwingung ist, sollte da wieder Spitzenwert durch Wurzel 3 rauskommen. Weil man könnte sich überlegen, warum kommt da das gleiche raus bei G wie bei F? Naja, wenn man den Effektivwert ausrechnet, quadriert man ja. Und das heißt, es ist vollkommen egal, ob das hier negativ ist an der Stelle oder positiv. Spätestens wenn ich das quadriere, ergibt das eben den gleichen Verlauf. Deswegen gilt jetzt in unserem Fall ja auch wieder der Effektivwert sollte wieder 10 durch Wurzel 3 sein, also wieder diese 5,77 irgendwas. So, und das passt auch, Mittelwert ist 5, Effektivwert ist 5,77 und bei der vorherigen Aufgabe oder bei der, die man hier oben noch sieht, bei der F war halt der Mittelwert 0, der Effektivwert aber genau der gleiche. So, und das zeigt jetzt sehr schön, wie man mit ein bisschen das hier ist so eine Sache, die muss man sich vielleicht einmal irgendwie überlegen, also dass man diese Periodizität hinbekommt, auf die könnte man jetzt aber auch verzichten, indem man halt die Funktion einfach nur immer exakt über eine Periode plottet, da muss man da nicht drüber nachdenken, das hier ist eigentlich nur notwendig, wenn man sagt, ich möchte das jetzt aber auch mal so wie in den Beispielen hier über mehrere Perioden darstellen, dass man mehrere Perioden auf eine Periode abbildet und dann diese Fallunterscheidung immer genau für eine Periode macht. So, das heißt eigentlich irgendwie sehr schöne Lösung und der größte Gehirnschmalz, wie ich sage, steckt darin, in diesem Teil hier sich die Funktionen zu beschreiben, dann den Mittelwert und den Effektivwert auszurechnen, das ist dann wiederum Klacks und ist halt auch für alle Funktionen gleich. Und das heißt, das, was hier oben passiert, das könnte man jetzt auch natürlich für beliebige andere Funktionen machen. Damit soll dieses Video auf jeden Fall erstmal am Ende sein. Es gibt jetzt noch ein paar andere schlaue Möglichkeiten, diese Funktionen in Octave oder in MATLAB zu definieren, ohne das mit so einer Schleife und mit so Fallunterscheidung zu machen. Die erkläre ich aber in einem anderen Video.